Du meine Fresse. Da hat sich aber ordentlich was getan. Ein paar kleine gibt's noch. Na gut, ich werde die jetzt mal vereinzeln, fix. Tut mir leid, könnt ihr nicht dabei sein. Muss ich jetzt auf die Schnelle machen, weil ich wollte eigentlich auch demnächst noch schlafen gehen. Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Und ja, so ziemlich alle haben sich jetzt hier fast gehäutet. Es sind nur noch ein paar, die jetzt gerade dabei sind. Es tut mir jedenfalls leid, ich habe mir das mit dem Video alles anders vorgestellt. Aber der ein oder andere wusste ja, dass ich am Freitag fahren wollte und die erste Fuhre zurückbringen wollte oder nach in die neue Wohnung bringen wollte. So ist richtig. Und tut mir leid, ich bin auch noch ein bisschen matschig. Und Freitag hat sich gezeigt, dass da jetzt die alle wirklich sehr, sehr schwarz waren, weshalb ich dann Angst hatte und gesagt habe, na gut, wir fahren am Samstag und dann am Sonntag zurück. Und wie es dann natürlich so kam, am Samstag haben sich dann die ersten gehäutet frühs, weshalb ich dann gesagt habe, gut, okay, dann fahren wir halt am Samstag hin, bringen die Fuhre weg und kommen dann am Abend wieder zurück. So, das habt ihr dann quasi gesehen, ne? Also als ich wieder kam, wie das hier drin aussah. Und ja. Also es war auf jeden Fall ein sehr stressiger Tag, sehr, sehr stressig alles. Ich hoffe, ich sehe jetzt auch nicht so zerballert aus, aber ich fühle mich sehr zerballert. Ja, der Umzug wird nicht einfach, ist nicht einfach. Kann ich halt wirklich so sagen. Und auch die Tiere dann genau in dem Moment, dass sie sich dann häuten müssen und ich sie vereinzeln muss, ist natürlich auch noch umso unpraktischer. Aber jetzt seht ihr auf jeden Fall erstmal ein paar Spinnchen, die sich gerade am Häuten sind. Ich habe ein bisschen versucht, was aufzunehmen. Seht ihr noch ein bisschen was davon? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zu guter Letzt bekommt ihr jetzt noch auch vielleicht mal ein Tierchen zu sehen. Ich denke, das ist das, was ihr auch wollt. Die sind hier schön am rumstraxeln. Und wir werden mal schauen, dass wir schon mal wieder ein paar aussortieren. Praktischerweise haben einige immer noch so ein bisschen von ihrer Verpackung am Hintern und kann die dann einfach dran greifen. Und dann zack, zieht sich das halt ab. Und dann habe ich den, dann habe ich eigentlich nur noch die Spinne. Und die sieht aktuell noch so aus. Ne? Also im Vergleich aber auf jeden Fall schon mal wieder viel, viel größer. Ne? Aber wie ihr seht, noch relativ glasig. Ich habe da hinten schon 15 Stück abgesammelt. Und hier werden wir mal schauen, wie viele bei rumkommen. Aber was sich halt direkt zeigt, sind halt diese helleren Spitzen. Ne? Und
Ja, ich finde die mega niedlich, ne? Kannst ja nichts zu sagen. Super niedliche kleine Tierchen. Und die bekommen jetzt auch ihren Deckel und ich stelle die wieder zur Seite. Wir machen direkt weiter. Schauen wir mal, ob wir noch eine haben. Hier haben wir noch eine. Die hat auch noch so ein Ding hinten dran. Dann einfach ein bisschen zuppeln. Zack und ab. Ne? Funktioniert wunderbar. Und so kann ich die auch einmal frei umsetzen. Problemlos. So, da sind sie. Ne? Und hier wuselt das überall so ein bisschen. Das ist nur wieder schwierig zu zeigen. Versuch mein Glück. Ja, da seht ihr es überall so ein bisschen wuseln. Überall wuselt es. Sind überall kleine Spinnchen schon ready für den Umzug. Ja, also halten wir fest, wir haben eigentlich jetzt alles erlebt mit den Tierchen. Wir haben alles miterlebt mit den Tierchen. Na, also wir haben die Verpaarung erlebt. Wir haben die Eier erlebt, wir haben die Eier mit Beinen erlebt, wir haben die Nymphen erlebt und wir sind in die erste Fresshaut übergegangen. Ich würde sagen, die Verpaarung war ein unheimlich guter, großer Erfolg und bin da sehr, sehr zufrieden mit. Und wir werden mal schauen, wie viele das denn am Ende jetzt noch sind. Aber dafür muss ich die jetzt erstmal alle rauspopeln. Ja, einige muss ich hier scheinbar echt beim Abpellen helfen. Die hängen da noch irgendwie so ein bisschen dran. Die sind aber auch noch nicht, also die sind nicht so glasig. Ne? Also ich nehme nur die raus, wo halt wirklich schon schwärzer als schwarz sind. Ne? Glasige, also die, die jetzt gerade erst sich gehäutet haben, die nehme ich natürlich nicht raus. Die können da ruhig gerne noch bis heute Abend bleiben. Und dann hole ich die da raus. Da mache ich jetzt kein großes Ding. Drum. Na, Beinchen weg. Weil ich habe festgestellt, solange die glasig sind, bewegen die sich eh kaum. Na, also da ist kaum Bewegung drin bei den Tieren. Da ist nicht viel los. Hopp. Deswegen brauchen wir da nichts machen. Aber wenn natürlich dann die Haut noch an denen dran klebt, obwohl die halt schon so weit sind, dann ist natürlich blöd und dann hänge ich mich da natürlich mit ran und versuche die da zu befreien. Aber es ist halt meistens nur ein kleines Stückchen, was am Hintern noch dran ist, sofort erledigt. Ne? Also ein Griff, einmal kurz und das war's. Schauen wir mal, wie wir noch sehen. Wie gesagt, nicht alle werden jetzt rauskommen. Nach und nach wird das passieren. Man sieht aber auch die, die raus können, sind halt auch deutlich mobiler schon. Also die rennen auch schon durch die Gegend. Die hier zum Beispiel flitzt schon. Alles so kleine Stinkies. Ah. Nicht stören. Paulus. Hört auf, die zu stören. Lass die doch mal los. Da sind nämlich noch welche dabei, die wollen sich gerade häuten. Die ganzen kleinen Stinkies rennen da natürlich jetzt drüber. Jetzt habe ich hier einen dran hängen, der irgendwie noch an seiner Haut hängt. Das war eigentlich gar nicht so gedacht. Ja, und hier ist nochmal eine, damit ihr sie auch nochmal gesehen habt. Von den kleinen Stinkies. Sind auf jeden Fall schon relativ groß, ne? Muss man halt wirklich sagen. Klein sind die nicht mehr. Die haben schon gute Größe erreicht. Wenn die sich komplett auseinanderbreiten, sind die natürlich jedem Fresshaut 1, jeden anderen Fresshaut 1 liegen, überlegen, würde ich fast sagen. Ich wüsste jetzt keinen. Aber kann durchaus sein, dass irgendeine Spinne in der ersten Fresshaut noch größer ist als das hier. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Aber ich habe jetzt bis jetzt noch nichts in Fresshaut 1 gesehen, was größer ist als das hier. Gut, das soll es jetzt erstmal mit den kleinen Stinkern gewesen sein. Die restlichen werde ich dann wahrscheinlich heute Mittag da rausholen, weil die sind mir einfach noch zu glasig. Da warten wir noch, bis die dann umziehen können. Und ja, ich werde den jetzt 2-3 Stunden lassen und dann geht's weiter. Ja, also wir haben jetzt gezählt 24 Stück. Ich denke, es werden irgendwas über 30 sein.
Wer die genauen Zahlen wissen möchte, kann gerne im Discord vorbeischauen. Ich denke, da werde ich sie posten. Ja, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für ihn mit dem Video. Und na, wir werden noch ein paar Videos machen. Ich bin ja quasi jetzt nächste Woche auch noch beschäftigt, voll beschäftigt. Gar keine Zeit. Das heißt, ich werde noch 2 Videos machen müssen, mindestens. Also, ihr bekommt auf jeden Fall noch ein paar Tiere, die aus ihren Terrarien rauskommen. Das werden wir schon noch so machen. Jedenfalls hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, würde ich mich über ein Abo extrem freuen. Wir haben Twitch, Discord, Patreon und die Kanalmitgliedschaften. Alles Link in der Beschreibung. Schau da gerne rein. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!